Liebe Leute, Freitagnacht, ich begrüße euch sehr herzlich willkommen bei Domian. Freitagnacht, offene Runde. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Ulrike und Ulrike ist 24. Hallo Ulrike. Hallo. Hallo. Hallo Jürgen. Und was geht's bei dir? Also es geht im Prinzip darum, kurz nur zu den Daten, ich bin 24, mein derzeitlicher Partner oder meine Affäre ist 58 und mein Sohn ist 3, ist aber nicht sein Sohn. Ja. Und ich habe ihn kennengelernt vor ungefähr 2 Jahren über eine Zeitungsannonce. Ja. Die hat er sich gemeldet, obwohl er verheiratet ist und es war ursprünglich ausgelegt als Affäre. Aber du bist nicht in festen Händen, das ist nicht so eine Nebenaffäre. Nein, ich bin nicht in festen Händen. Also für mich ist das mehr oder weniger das Hauptding, das läuft, oder das Einzige, was läuft. Seit 3 Jahren schon? Seit ein bisschen mehr als 2 Jahren. Ja, ja. Und und jetzt ist so, ich bin noch nichts, beruflich gesehen. Und für mich geht es jetzt darum, dass ich auf alle Fälle was machen muss. Ja. Ich habe meine Banklehre mal abgebrochen und will studieren. Nicht würde gerne, sondern will studieren. Mhm. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich die Beziehung oder Affäre schon immer wieder unterbrochen. Und er ist derjenige, der sagt, er will mich nicht verlieren und er will mit mir zusammen sein. Und was heißt unterbrochen oder abgebrochen? Also auf alle Fälle unterbrochen, wenn nicht ganz abgebrochen. Ja. Also weil ich immer wieder gesagt habe, also das... Warum? Weil es nicht mehr prickelt für dich? Nee, wir hatten am Anfang einfach große Differenzen, die haben wir mittlerweile beigelegt. Mhm. Und er war immer derjenige, der gesagt hat, irgendwie muss es weitergehen. Also er will mich nicht verlieren und er will bei mir sein und er will mich irgendwann mal ganz haben. Okay, aber warum hättest du sie schon abgebrochen oder unterbrochen, die Affäre? Nee, er war sehr besitzergreifend und sehr eifersüchtig und das stand ihm einfach überhaupt nicht zu. Also dafür, dass er selber aus einer Ehe kommt, hat er keinen... Jetzt sagst du hättest diese Beziehung schon einige Male abgebrochen oder unterbrochen, aber... Warum hast du es nicht getan? Er hat immer gesagt, ist okay, wir können das abbrechen, aber lass uns nochmal reden. Hm. Und dann haben wir nochmal geredet und haben uns geeinigt, wir lassen uns nochmal laufen und jetzt läuft es seit einem guten Jahr problemlos. Hm. Und es ist echt schön, wir sehen uns 3-mal die Woche, er ist Vaterersatz für meinen Sohn, auch wenn er nicht Papa sagt. Ja. Und es geht eben darum, ich habe ihn vor die Wahl gestellt, ich habe gesagt, du weißt, ich gehe im Sommer studieren. Sie zukommen in die Puschen, bringen mir irgendwas, das nicht glauben lässt. Mit uns das kann was Dauerhaftes werden oder was Offizielles werden. Was hat das mit deinem Studieren zu tun? Dass ich würde gerne in Köln studieren. Und das sind 500 Kilometer bis nach Köln. Und das wäre das Ende unserer Beziehung. In jedem Fall. Achso, er wohnt dann ganz woanders. Genau, er wohnt hier in der Nähe von Ulm. Achso. Es sind über 500 Kilometer, er kriegt keinen neuen Job bzw. keinen vergleichbaren. Und er will auch nicht weg, er hat hier selber noch Kinder und Enkel. Verstehe ich nicht. Wenn er jetzt sagt, okay, ich bleibe bei dir, dann würdest du nicht studieren, aber dann würdest du doch auch studieren. Oder würdest dann würde ich auch studieren, nur in seiner Nähe. Und Köln ist einfach so, Köln ist... Und warum studierst du jetzt nicht in seiner Nähe? Weil ich es überhaupt nicht einsehe, in seiner Nähe zu studieren und weiterhin Geliebte zu bleiben. Also du hast überhaupt keinen Bock, nun nochmal Rücksicht auf ihn zu nehmen und sogar deinen Studienplatz nach ihm auszuwählen quasi. Ganz genau, das ist der Punkt. Wenn er mir nicht einfach irgendwas bringt, wenn er nicht einfach sagt, pass auf du, es ist gar kein Thema, ich schaue nach einer Wohnung, wo wir gemeinsam unterkriegen können. Oder was heißt, dass er mir irgendwas bringt? Das heißt, du willst letztendlich das Wort von ihm haben, ich möchte mit dir, Ulrike, zusammen sein und ziehe mit dir jetzt nach Köln. Nicht nach Köln, aber mit dir zusammen eine Wohnung. Oder so, ja genau, dann wäre es ja okay. Es gibt eine andere Fachhochschule hier in der Nähe, die bietet also vergleichbare Qualität wie in Köln an. Ja, ich verstehe. Du würdest natürlich auch in deiner Umgebung bleiben, wenn von ihm was käme quasi. Ganz genau. Ja. Ansonsten würde ich Köln in jedem Fall vorziehen. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist eigentlich nur, dass ich so dumm hier alleine dastehe und ich das Gefühl habe, ich mache mir vollkommen alleine den Kopf. Mhm. Und ihm wäre es ganz recht, wenn ich einfach sage, weißt du was, ich gehe nach Köln, weil dann könnte er nämlich auf mich schieben, dass die Sache vorbei ist. Aber ich bin mir da nicht sicher. So, jetzt ist aber die ganz entscheidende Frage, ist ja immer jetzt an dich gerichtet, was empfindest du für diesen Mann? Er gibt mir im Prinzip alles, was ich mir in einer Beziehung vorstelle. Oder was ich aus einer Beziehung brauche, abgesehen davon, dass er nicht jede Nacht neben mir schläft. Eine seltsame Definition, wenn ich frage, was empfindest du für diesen Mann? Liebst du diesen Mann?
Ja, ich liebe diesen Mann. Du liebst diesen Mann? Ja. Tief? Also, ja, sehr. Also ich kann mich vollkommen bei ihm fallen lassen. Aber du hättest das schon immer wieder mal abgebrochen. Wie gesagt, bis vor einem Jahr. Wir sind vor einem Jahr zusammen in Urlaub gefahren für zwei Wochen. Und nach diesen zwei Wochen war es vollkommen um mich geschehen, wo ich sage, er musste eine Woche vor uns abreisen, weil seine Holde aus dem Urlaub wieder da kam und da habe ich Rotz und Wasser geheult, drei Tage lang. Okay, weiß er das? Hast du ihm das jetzt auch so gesagt mit dieser Köln-Variante? Ja. Und wie hat er reagiert? Er hat gesagt, dass er mit mir zusammen sein möchte, dass er sich auch vorstellen kann, noch mal ein Kind mit mir zu haben. Steht aber total im Widerspruch dazu, dass er das sagt, zum Beispiel um 5:05 und sagt, ich möchte dich ganz dringend haben, ich möchte mit dir zusammenziehen, ich möchte ein Kind mit dir, aber ich muss jetzt los, weil in einer Stunde kommt meine Alte nach Hause, die darf mich hier wischen. Das alte Lied, in den Fall, den du da gerade erlebst, das geht nur mit einem Ultimatum deinerseits und mit einer klaren Haltung. Und mit einer konsequenten Haltung vor allen Dingen. Wenn du nicht weiter fünftes Rad am Wagen sein willst, was du jetzt schon bist seit langer Zeit, dann gibt es nur die einzige Alternative, dann eventuell auch die negative Seite oder das Negative in Kauf zu nehmen, nämlich dich wirklich dann von diesem Mann zu trennen. Wenn du das nicht, wenn du diese Macht, diesen Status quo, der jetzt da herrscht, wenn du den nicht ertragen kannst. Ja, genau. Also dieses Ultimatum habe ich ihm gestellt zum 1.7., weil ich am 30.06. Bescheid kriege, an welchen FHs ich aufgenommen werde. Okay, das weiß er also. Insofern. Das weiß er. Und wenn er bis zum 1.7. nicht irgendwie, also mir glaubhaft versichern kann, dass er mit mir zusammen ist. Und zwar, ich habe auch schon meine Wohnung gekündigt. Ich habe auch gesagt, pass auf, ich habe meine Wohnung gekündigt. Zum 31.08. ist meine Wohnung weg. Gibt es gar keine vielen Worte mehr zu machen, Ulrike? Letztendlich. Hängt es davon ab, ob er sich an dieses Zeitlimit hält oder nicht. Und dann musst du die Konsequenz ziehen, ohne große Reedereien. Okay. Oder du musst es so weitermachen wie bisher. Und das möchtest du nicht, habe ich jetzt gerade rausgehört. Das werde ich auch nicht tun. Und weiß eigentlich seine Frau von dir? Ich bin der Überzeugung, dass sie das weiß. Er kann mir nicht glaubhaft versichern, dass sie das nicht mitkriegt. Aber ich glaube, es ist einfach kein Thema. Also, das Ultimatum hast du ihm gesetzt, das finde ich gut. Und dann musst du konsequent dich auch daran halten, was du gefordert hast und was du angedroht hast quasi. Okay, es bleibt mir im Prinzip auch nichts anderes übrig. Meine Wohnung ist gekündigt. Ich bin irgendwann weg und wenn er mir in Anführungszeichen keine neue Wohnung bietet, dann... Also, gutes Gelingen und konsequentes Handeln wünsche ich dir, Ulrike. Dankeschön. Alles Liebe. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne hier mit mir unterhalten wollt. Egal über was Privates, was Politisches, was Gesellschaftliches, was auch immer, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder mailt domian@wdr.de. Sabine ist 41 Jahre und jetzt mein Gast hier. Hallo Sabine. Hallo. Hallo Sabine. Um was geht's? Bei mir geht's darum, dass ich schon 9 Jahre kein Sexmann mit meinem Mann habe. Seit 9 Jahren nicht mehr? Seitdem ich verheiratet bin. Ach, während der ganzen Zeit des Verheiratetseins? Ja. Wie lange kennt ihr euch schon? Wir kennen uns schon seit 1991. Seit 91? Ja. Hattet ihr denn vor der Hochzeit Sex miteinander? Hin und wieder. Aber auch nicht so doll? Nein. Und es hat dann wirklich schlagartig mit der Hochzeit aufgehört? Ja. Hast du eine Erklärung? Eventuell. Wohin geht die Erklärung? In welche Richtung? Sexueller Missbrauch. Bitte? Sexueller Missbrauch. An seiner Person? Nee. An dir? Ja. Ach, das heißt, er würde schon gerne, aber du möchtest nicht. Ach so, ich hatte es gerade andersrum verstanden. Ich dachte, er würde nicht wollen. Nein. Das heißt, die Zeit vorher, bevor ihr verheiratet wart, wenn es dann mal passiert ist, hast du das auch gar nicht gerne gemacht? Gar nicht gerne. Nicht gerne? Nee.
Du hast es ihm zuliebe dann gemacht. Bitte? Du hast es dann ihm zuliebe gemacht. Ja. Und wenn ich es heute machen möchte, dann muss ich betrunken sein. Und dann empfinde ich auch dich dabei. Bitte? Dann mache ich das nur ihm zuliebe. Ich frage ab und zu immer so nach, weil die Leitung so schlecht ist, das rauscht so. Deswegen, wenn du vielleicht ein bisschen näher noch an den Hörer gehen könntest, wäre es sicher ganz gut. Ja, ich mach's. Ja, so ist schon besser, ja. Ja, okay. Weiß dein Mann von dem, was dir passiert ist? Nein. Gar nicht? Nein. Aber das muss deinen Mann doch dann völlig irritieren, dass er keine Sexualität mit dir leben kann. Natürlich. Ich war vor... fünf Jahren beim Frauenarzt und der hat mich untersucht und jedes Mal bei der Untersuchung, da habe ich total geschrien, wenn er seine Instrumente angesetzt hat und dann hat er mir nahegelegt, dass irgendwas gewesen sein muss und dann habe ich gesagt, ich gehe nie wieder zu dem Doktor hin, ich gehe nie wieder dahin, weil irgendwo tief im Inneren von mir Ich habe das letztlich verstanden. Du gehst nicht mehr zum Doktor hin, weil? Nein. Weil? Und sicher nicht. Weil ich Angst habe, dass da wirklich irgendwas dran ist an dem, was er mir gesagt hat. Ach, du weißt das gar nicht genau. Nein. Aber das heißt, du hast ein Unwohlsein in dir, weißt aber gar nicht, woher die Ursachen sind. Genau. Also im Klartext, du weißt nicht wirklich, ob es einen sexuellen Missbrauch bei dir mal irgendwann gab. Ja, aber ganz in meinem Inneren, da spüre ich irgendwas, dass irgendwas gewesen sein muss. Geht das sehr weit in die Vergangenheit, in die Kindheit zurück? Genau. Ja. Aber ich will das nicht wahrhaben. Geht die Ahnung sogar in Richtung eines Menschen, der es dir angetan hat? Ja. Magst du mir sagen? Ich weiß, wer es getan haben könnte. Wer könnte es getan haben? Mein Bruder. Wie viel älter ist er? 3 Jahre. Aber du hast alles vergessen. Alles ist im Nebel irgendwie. Ja. Konkrete Dinge weißt du nicht. Ich weiß schon, dass ich mit ihm baden musste, wenn keiner da war und dass da irgendwas gewesen ist, aber ich will es nicht wissen. Aber das ist die Blockade, die ich in mir habe. Das ist die Blockade, die in mir steckt und das weiß ich. Das weiß ich. Sag mal, Sabine, wie ist denn eure Ehe? Die ist gut. Das heißt, dein Mann akzeptiert das schon so? Oder entstehen da doch Spannungen? Nein. Keine Spannungen. Aber ich habe meinen Mann, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ich habe meinen Mann freigestellt, sich irgendwo die Erfüllung, die er braucht, zu holen. Tut er das? Ohne, dass er mir weh tut. Ja, tut er das? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht. Aber dein Mann, mich wundert so, dass dein Mann da noch nie gefragt hast, hey, woher kommt es? Was ist los? Warum hast du keine Lust? Das tut er nicht. Nein. Das tut er nicht. Jetzt hast du so viele Jahre schon bewusst darunter gelitten, dass du zum Beispiel mit deinem Mann und deinem ehemaligen Freund so gut wie keine Sexualität hast haben können. Also ich hatte mehrere Freunde, aber immer wenn es dazu kommen sollte, dann bin ich weggelaufen. Dann bin ich einfach nur weggelaufen. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht hätte ich auch schon jemand anderes haben können. Sabine, ich glaube, du hast es ja gerade schon gesagt. Du weißt warum. Du weißt nur die Einzelheiten nicht. Ja. Und jetzt bist du 41 Jahre alt. Ja. Und rufst sogar hier in so einer Sendung bei mir an. Und weil ich auch nicht mehr weiter weiß. Weil ich auch meinen Mann irgendwo
ich möchte meinem Mann geben, was er braucht. Ich weiß doch, was es heißt, verheiratet zu sein und eine Ehe zu führen. Pass mal auf, Sabine. Ich glaube, es geht jetzt gar nicht darum, dass du deinem Mann das geben sollst, was er braucht oder so. Darum geht es gar nicht. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass du dich gut fühlst. Und wenn du dich gut fühlst, wird das auch mit all diesem großen Bereich der Sexualität und Erotik funktionieren bei euch. Und dir geht es nicht gut. Nee. Dir geht es, wenn du schon so einen Horror vor dem Frauenarzt hast, was du mir gerade erzählt hast. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wie oft du am Tag irgendwie so an diese Thematik denkst. Ja. Und deshalb sehr unglücklich bist. Ja. Ja. Das stimmt wirklich. Deshalb muss ich dir erstmal jetzt ein Kompliment machen, dass du den Mut gehabt hast, hier anzurufen. Ich könnte mir nämlich fast... Das hast du noch jetzt nur so. Nein, das sage ich nicht jetzt nur so, weil ich... Nein, Quatsch. Warum sollte ich das nur so sagen? Da würde ich es gar nicht sagen, wenn ich es nicht so empfinden will. Weil ich nämlich auch glaube, dass du, oder ich frage dich erstmal, hast du diese Vermutung schon mal irgendjemand anderem erzählt? Nein. So. Nein, das habe ich noch keinem erzählt. So, und das finde ich immer, egal in welchem Rahmen man das erzählt, immer sehr mutig, dieses zum ersten Mal auszusprechen, weil ich erahne, was das für eine Person bedeutet, die so eine Vermutung hat und so etwas erlebt hat. So. Und ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, Sabine, dass das jetzt der erste, wenn auch schmerzliche Schritt ist, in eine richtige Richtung. Nämlich, dass du Hilfe brauchst. Und ganz intensive Hilfe. Aber da habe ich ja gerade, das ist ja das, bevor ich solche Angst habe. Der Arzt hat ja damals auch gesagt, gehen Sie irgendwo hin und da muss irgendwas passieren. Sein. Ja. Was habe ich gemacht? Ich bin weggelaufen. Ja. Ich bin zu meinem Mann ins Auto gestiegen. Ja, Moment. Er hat gesagt, Frieda, was ist gewesen? Und ja. Ich habe gesagt, nichts. Okay. Ist nichts gewesen. Du bist damals weggelaufen. Du hast das eine ganze Weile. Wie lange liegt Ich laufe heute noch weg. Okay. Wie lange liegt das zurück mit dem Frauenarzt? Och, bestimmt schon 5 Jahre. Okay. Bestimmt schon 5 Jahre. Ist eine lange Zeit. Ja. Seitdem und immer mehr und immer wieder hast du dich damit beschäftigt. Und heute hast du von dir aus einen Anlauf unternommen und hast dich hier gemeldet, um mit mir über dieses Thema zu sprechen. Das heißt, mit einer anderen Person über dieses für dich so schlimme Thema. Weil ich das so brauche. Ich brauchte mal irgendwann jemanden, der mir hilft und der mir sagt, was kann ich machen. Ja, so. Und das werden wir jetzt auch tun. Genau das machen wir, Sabine. Ich sag nochmal, dass ich das sehr gut finde, dass du diesen für dich schwierigen Schritt unternommen hast. Phase 2 ist jetzt für heute Abend, dass wir dieses Gespräch hier in der Öffentlichkeit abbrechen. Dann wirst du von meiner Psychologin, der Magdalena, angerufen. Ja. So, und dann bekommst du eine ganz klare und konkrete Beratung, was du tun kannst. Und ich würde es dir sehr, sehr, sehr raten und empfehlen, eine von diesen Möglichkeiten aufzugreifen. Du tust es für dich und du tust es natürlich dann auch für deine Ehe und für deinen Mann. Obwohl, ich muss jetzt immer noch betonen, dass unsere Ehe trotz all den Schwierigkeiten, die wir haben, also in der Sexualität oder so, trotzdem intakt und gut ist. Umso besser. Das heißt ja, dass es wirklich eine tiefe Verbindung zwischen euch beiden ist. Das heißt, es kann dann nur noch besser werden, wenn es dir besser geht. Aber halt, es geht halt darum, dass ich mein Problem halt mal irgendwo anfassen muss und halt irgendwas geschehen muss, damit ich, nicht mal mein, aber damit ich irgendwo auf einen Weg komme, irgendwo einen Weg zu finden, damit wir vielleicht doch nochmal irgendwann das richtige, tolle genauso, Sexualität haben. Genauso sehe ich es auch. Und jetzt machen wir es so, wie gerade besprochen. Ja, Sabine. Genau. Du legst auf, wirst von meiner Psychologin angerufen und ihr könnt in Ruhe alles Weitere jetzt beraten. Und ich möchte dir sagen, das haben schon Tausende gesagt, aber ich bin heute wirklich ein Stein losgeworden von meinem Herzen, weil ich mit dir gesprochen habe und dass du mir nochmal irgendwo einen Rat gegeben hast. Das freut mich sehr, wenn das jetzt so war. Das freut mich wirklich von... Ja, wirklich. Sehr. Das hat mir heute sehr viel gegeben.
Und wir wollen hoffen, dass es jetzt auch dann weiterläuft alles. Alles klar. Liebe Sabine, alles Gute von Herzen und ich bin guter Dinge, dass du schaffen wirst, wirklich. Ich danke dir. Alles Liebe. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Herzlich willkommen, Melanie, 19 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Melanie. Melanie, um was geht's denn bei dir? Ja, also bei mir geht's darum, ich führe seit einem halben Jahr ein Parallelleben im Traum. Wie, im Traum? Ja, im Traum. Also andere haben das übers Internet, ich habe es im Traum. Also es ist praktisch so, dass ich eigentlich fast so gut wie jede Nacht das gleiche träume oder immer in Fortsetzung träume. Also ich habe da eigentlich ein komplett anderes Leben als hier. Ich lebe dort in Spanien, bin dort hingezogen und arbeite da und habe Pedro kennengelernt. Ach, im Traum. Und bist du im Traum auch so alt wie in der Realität? Genau. Auch ich so. Bin dort auch 19 und Pedro ist 28. Und hast dich in Pedro in Spanien irrsinnig verliebt? Ja, und wir haben uns für 3 Wochen verlobt. Guck mal an, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das ist ja toll. Da muss es ja für dich ein Traum sein, dich abends ins Bett zu legen, nach dem Motto, wie geht's wohl jetzt wieder weiter? Ja, also ich gehe also spätestens um 10 immer ins Bett und also mit Ausgehen ist dann halt nichts mehr. Also ich bin halt früher echt so ziemlich viel tanzen gegangen mit meinen Freundinnen. Ja. Und also jetzt. Na, wer geht jetzt? Jetzt möchte ich eigentlich lieber früh schlafen gehen. Du wirst früh schlafen gehen, denn da wartet Petro. Genau. Ne? Also, das ist ja völlig klar. Ja. Was ist das für ein Typ, der Geliebte? Ja, der ist 1,88 groß, ja. Gut gebaut und also der arbeitet halt als Gemüsehändler an einem Stand. Wie praktisch, da kann man immer billig. Ja, kriegt man billig immer gutes Gemüse. Ja, und ich arbeite dort. Also dort haben wir uns halt auch kennengelernt. Ach so, verstehe. Ich bin nach Spanien gezogen und habe dort an einem Obststand angefangen. Ja. Und seine Eltern sind Bauern und er arbeitet als Aushilfe halt beim Gemüsehändler und will aber halt noch Architektur studieren. Aber jetzt, weil seine Eltern halt diesen Bauernhof haben, arbeitet er auf dem Markt und so haben wir uns dann kennengelernt. Und das geht jetzt wie lange schon mit der Beziehung? Das ist jetzt, also seit einem halben Jahr träume ich das und wir haben uns halt so nach einem Monat kennengelernt und sind dann darauf zusammengekommen. Und das heißt, so lange geht das jetzt schon. Das heißt, du hattest auch schon hemmungslosen Sex mit Pedro? Ja. Im Traum ist das auch dann sehr schön. Melanie, was ist denn da bei dir in deinem Gehirn los? Das ist ja wie Second Life bei dir. Ja. Second ja. Life im Gehirn. Und jetzt im Ernst, träumst du jede Nacht daran weiter? Ja. Oder also gibt's auch schon mal Nächte, wo was ganz anders geträumt wird? Also ich hatte es jetzt mal so 3-4 Nächte, wo ich dann ganz enttäuscht war, wo ich dann irgendwie mich gar nicht mehr erinnern konnte, was ich geträumt habe. Aber es ist schon eigentlich so gut wie jede Nacht. Und es beschäftigt mich natürlich dann auch am Tag, weil ich dann denke, natürlich. Was macht er jetzt? Ja. Weil er ist ja dann also nicht da, weil ich ja nicht schlafe und was macht aber er jetzt? Aber weißt du, Träume sind ja meistens manchmal nur so teilreal. Dann gibt es da so ganz irreale Momente wieder in Träumen. Ist das hier in diesem Traum auch so, dass dann irgendwie was ganz anderes mal passiert, was gar nicht so in unserer Welt passiert? Also es ist eigentlich wirklich real. Das Einzige, was ich jetzt nicht genau weiß, ich kann jetzt keine Stadt sagen, wo ich mich jetzt in Spanien befinde. Ja. Ich weiß, dass es irgendwie in der Nähe von der Küste sein muss, dass es ein kleiner Ort ist und so ganz der Urspanisch. Aber sowas jetzt kann ich halt nicht sagen. Aber ich weiß genau, wie er aussieht. Ich kenne seine Eltern. Jetzt denke ich natürlich drüber nach. Was will uns dieser Traum sagen? Ja. Der Traum will uns sagen, dass Melanie unbedingt mal nach Spanien Urlaub machen, nach Spanien fahren sollte, um Urlaub zu machen. Ja, und du solltest dann ganz, ganz unbefangen mal über den einen oder anderen Gemüsemarkt schlendern. Ja, aber es ist ja jetzt auch, also ich meine, das ist jetzt so schön, das so zu träumen und mit Pedro zusammen zu sein, aber es ist natürlich jetzt halt, meine beste Freundin sagt, ja, du spinnst und will dann nichts mehr mit mir zu tun haben oder nicht mehr so wie früher, weil sie sagt, ja, die will sich nur wichtig machen und also es ist halt dann, ja, wenn man dann so dieses Parallelleben hat, ich bin dann im Traum glücklich und will nur noch mit Pedro zusammen sein und in Wirklichkeit sagen, ach, die hat ja eine Meise. Und Wie sieht das Realleben denn aus? Ich gehe mal davon aus, dass du keinen Freund hast zurzeit. Nee, ich will ja auch keinen mehr. Also, weil du ja schon einen hast, ich verstehe. Ja. Ja, aber du hast es der besten Freundin erzählt und wem hast du es noch erzählt?
Ich habe es nur meiner besten Freundin erzählt. Die beste Freundin sagt erstmal, ne, du spinnst ja, wenn du das ein paar Mal träumst. Vielleicht ist der Traum auch ab nächste Nacht vorbei, kann ja auch sein. Das hoffe ich nicht. Nein, ich hoffe es auch nicht für dich. Aber letztendlich hoffe ich ja für dich, dass da ein realer Petro oder wer auch immer über den Weg läuft. Das ist ja viel wichtiger. Also genieß doch einfach mal diesen schönen Traum. Habe ich noch nie gehört, dass man so über so einen langen Zeitraum so am gleichen Traum bastelt. Ja. Kenne ich gar nicht. Dass ähnliche Träume immer wieder auftauchen, das kenne ich von mir auch. Aber dass man dann so eine Geschichte weiterspinnt. Ja, super. Ich bin dann schon mal ganz gespannt, wie es weitergeht. Sei froh, dass es so netter... Ich noch auf die Hochzeit. So, sei froh, dass es so ein netter Traum ist. Es könnte ja auch ein Horrortraum sein, den du immer und immer wieder träumst. Ja, und, das stimmt. Und das wäre sehr schlimm. Genieß es doch einfach und spar mal auf einen richtig schönen, netten Spanienurlaub. Und dann lass dich doch mal überraschen, was das Schicksal da für dich bereithält. Ja, das hoffe ich. Meine liebe Melanie, dann jetzt aber schnell ins Bett. Es ist ja spät schon. Ja, heute verpasse ich ihn fast mit Petro. Ja. Morgen ist Samstag und da kann ich länger schlafen. Ich will nicht schuld sein, dass er warten muss. Ja. Jetzt aber schnell in die Haia. Okay. Tschüss. Tschüss, Maria. Tschüss. Amela, 19, guten Morgen. Morgen. Amela, das stimmt, ne? Ja. Amela, um was geht's denn? Ja, halt um mehrere Probleme. Zum Beispiel, dass ich sehr übergewichtig bin. Sagst du mir mal deine Maß, also die wie schwer du bist und wie groß du bist? Also ich bin 1,60. Ja. Und wiege knapp 100 Kilo. Ja. Ja. Ein paar Pfund zu viel, ne? Ja, also ein paar mehr zu viel. Mhm, Ja, es ist halt so, ich bin seit vor 7 Jahren nach Deutschland gezogen. Woher kommst du? Aus Ex-Jugoslawien. Und sprichst aber schon sehr gut Deutsch, perfekt Deutsch. Vielen Dank. Hast du es hier gelernt? Bitte? Hast du es hier erst gelernt? Ja, hier in Deutschland. Ach, und wie viele Jahre hast du gerade? Seit 7 Jahren. Das ist aber toll, also muss ich sagen. Vielen Dank. Toll. Ja, also, und ich habe mich hier nicht wirklich richtig dran gewohnt an dieses Leben. Habe auch sehr doll Heimweh, vor allem zu meiner Großmutter. Sind denn deine Eltern mit hierher gekommen? Meine Mutter und meine Schwester, also mein Stiefvater ist ein Deutscher. Ach so, ja. Und die Sehnsucht, das Heimweh geht zur Großmutter, zur Oma? Ja, meistens zu meiner Oma, halt auch zu meiner Freundin, weil hier habe ich auch nicht Freunde. Das heißt, in diesen Jahren hat sich auch nicht so ein Freundeskreis so allmählich aufgebaut hier? Nee, nicht wirklich. Also einerseits kann ich es auch verstehen, weil durch meine Sucht, sage ich mal, weil das Essen ist halt eine Sucht bei mir, ist mein Verhalten ist sehr, scheiße, auf Deutsch gesagt. Weil manchmal, ich zum Beispiel auch mit meiner Schwester, wenn ich weggehe, ab und zu, weil sie hat hier sehr viele Freunde, sie hat sich hier auch gut eingelebt. Und bei ihr ist es halt so, ab und zu nimmt sie mich dann mit und wenn irgendwie jemand von der Seite mich komisch anspricht, guck dir mal diese Dicke an oder so, da springe ich halt auf und verstehe. Schnell auf. Teilweise kommt es sogar zu Prügeleien. Ich habe gerade mal so ein bisschen gerechnet, vor 6 Jahren, 6, 7 Jahren, da warst du ja eigentlich nur ein Kind. War ich ja auch. Da war ich auch normal, sage ich mal, von Figur her. Ja, und ich meine, die Freunde von damals, die haben sich ja nun auch alle weiterentwickelt und sind vielleicht gar nicht mehr so drauf, wie du sie in Erinnerung hast aus Kindertagen. Aus meiner Heimat, aus deiner Heimat, meine ich, ja. Ich gehe jedes Jahr in meine Heimat. Achso, und da ist der Kontakt bestehen geblieben. Das ist nicht das Problem. Hast du denn, du bist hier normal zur Schule gegangen? Ja, ich hab hier meinen Hauptschulabschluss gemacht. Und was machst du jetzt im Moment? Ja, leider Gottes gar nichts. Gar nichts. Also nicht wirklich. Also ab mich gehe ein bisschen jobben so nebenher. Ja. Ich habe letztes Jahr im November hatte ich eine Ausbildung angefangen. Wurde leider nach knapp 2 Monaten wieder gekündigt. Warum? Ja, also sie hat nicht richtig, also es war ein Hotel, ein 4-Sterne-Hotel und sie meinte, also Hotel und Restaurant und sie meinte, die Ansprüche für mein Niveau, die wären sozusagen zu hoch. Also ich wäre nicht so gut genug für das Hotel, wie ihr gesagt. Und so nebenbei habe ich noch gejobbt und so nur halt, egal wo ich wirklich anfange, weil am liebsten würde ich wirklich eine Ausbildung machen, so damit ich mein Geld verdiene und eine eigene Wohnung haben kann. Aber da sind jetzt so wahrscheinlich so viele Sachen, die dich blockieren. Das einmal die Situation, dass du im Moment keinen Job hast. Ja. Dann die Situation, dass du sehr unzufrieden bist mit deinem Äußeren und deshalb Hemmungen hast und dich schämst, rauszugehen. Ja, also, nicht wirklich schämen, nur halt, weil wenn, guck mal, zum Beispiel Wochenende, Freitagabend, Samstagabend, alle gehen weg in Disco und so, würde ich auch gerne machen. Ich schäme mich auch nicht dafür, sondern ich habe niemanden, mit dem ich weggehen kann. Ja. Ja. Also wie gesagt, ab und zu, meine Schwester ist ein Jahr jünger als ich, sie hat das mit mir ab und zu gemacht. Sag mal, und auch während deiner Schulzeit, da haben sich auch nicht irgendwie so Freundschaften entwickelt? Nee,
nicht wirklich. Also wie gesagt, andererseits kann ich es auch verstehen, wenn es einigen peinlich ist, wegen halt mein Benehmen. Aber ich bin halt so, wenn mich irgendeiner komisch oder dumm von der Seite an, aber der guckt dir mal diese fette Stücke an oder so, da flippe ich halt sehr aus oder, ja. Beschreib das mal, wie, wenn du dann ausflippst. Was passiert dann? Zum Beispiel, ich prügel mich sehr. Ich habe zum Beispiel auch Kickbox und Karate trainiert und so. Also ich bin auch sehr sportlich, obwohl ich so halt mache auch viel Sport. Ach und so. Ich habe auch wirklich Angst vor nichts und niemanden. So jetzt mal ganz knallhart. Das heißt, die Leute schämen sich auch, weil du direkt losschlägst. Ja, ja, auch nicht losschlägen, sondern auch mit den Wörtern. Dann sage ich, guck dich mal an. Ach so, du bist dann auch sehr, sehr, ja, sehr herb darauf, sehr krass in der Ausdrucksweise. Sehr, sehr temperamentvoll. Mhm. Höre ich immer von jedem. Aber wenn du solche Sportarten trainiert hast, dann das macht man doch immer in Gruppen oder Vereinen. Ja. Da lernt man doch auch Leute kennen und da können Freundschaften entstehen. War das nicht so? Ja, eigentlich schon, nur halt, das sind halt Freundschaften, mit denen man, sage ich mal, guten Tag und Tschüss sagt. Nicht so wirklich, dass man mit denen sich irgendwie zusammenschließt und zusammen irgendwie weggeht. Hast du es denn mal versucht? Ja, schon. Habe ich schon, nur halt, es kommt dann halt auch auf die Geschmäcker an. Zum Beispiel die eine, die mochte es nicht wegzugehen. Da habe ich halt mal das gemacht, was sie mochte, auf ihre Konzerte gegangen. Aber das ist, dann hat's wiederum, habe ich das nicht gemocht. Und ich bin ganz erstaunt. Gerade am Anfang habe ich so gedacht, das ist ein ganz, ganz zartes, sehr scheues Mädel, so von der Stimme her. Ach so. Und da, wenn du sagst, ich bin Kickboxerin und hau da auch schon mal, werde auch richtig gewalttätig. Doch, das ist natürlich dann auch nicht mehr lustig. Nee. Das ist, natürlich ist es auch bescheuert, wenn die Leute dich blöd anmachen wegen deines Äußeren. Ja. Aber Gewalt ist dann wirklich auch keine Lösung, da rauszukommen. Ich weiß, das ist halt auch das, was ich, wenn ich zum Beispiel nicht sowas mache, also sozusagen meine Klappe halte, ja, dann gehe ich nach Hause und der erste Gang ist dann zum Kühlschrank oder beim Pizzaservice was bestellen und so. Und zur nächsten Tankstelle gehen oder. Dann ist das Kummerspeck, den ihr anfasst. So, jetzt überlege ich gerade. Ich höre dann eine junge Frau, die noch gar nicht so lange in Deutschland lebt, die perfekt Deutsch spricht. Das heißt, da ist eine Begabung da, dass du das gelernt hast. Dann erzählst du mir, dass du sportlich sehr fit bist, obwohl du übergewichtig bist. Das bedeutet, dass du da auch da ein Talent, eine Begabung, zumindest ein Interesse hast. Und es ist eine Frau, die mir so im Gespräch auch alles andere vorkommt wie so Mauerblümchen. Ja, wirklich. Ich sag einfach mal so, was ich gerade so empfinde. Auf der anderen Seite aber bist du sturzunglücklich im Moment. Aufgrund dessen, was wir gerade alles besprochen haben. Ja. Was macht man jetzt? Jetzt kann man sich natürlich zurückziehen und weiter fressen vor Frust und weiter jammern. Aber, ich meine, du bist so toll jung noch, mit 19 Jahren, wo du kannst irgendwie sagen, Mensch, ich habe jetzt die Faxen dicke. Ich will so nicht weiterleben. Ich habe genug Kraft in mir, rauszugehen. So denke ich auch. Und vor kurzem wurde ich auch so, sag ich mal, richtig stark. Da habe ich auch eine gute Arbeit bekommen. Habe zum Beispiel meinen Führerschein weitergemacht. Mhm. So. Und habe ich auch gut Geld verdient. Und da habe ich 15 Kilo in knapp einen Monat abgenommen. Mhm. Sah ich auch, muss ich selbst sagen, ich sah sehr gut aus. Mhm. So Eigenlob mal gesagt. Nur dann hatte ich wieder Stress auf der Arbeit. Fing der eine wieder an, das war ein Albaner. Und das sind halt Machos. Mhm. Die denken, die sind die Besten. Bei denen ist es halt so, vor allem bei den Moslems, die Frauen haben die Klappe zu halten, Teller zu waschen, zu kochen. Mhm. Und die Männer sind alles. Aber so sehe ich das nicht, vor allem, weil ich in Deutschland lebe, sozusagen aufgewachsen bin. Ja. Und ich auch nach den deutschen Gesetzen lebe. Ja, das ist sehr richtig und sehr löblich. Und ich finde auch toll, dass du eine selbstbewusste Frau bist. Bin ich ja, das bin ich wirklich. Definitiv. Und das ist auch ein großes Fund, mit dem du wuchern kannst. Jetzt muss nur eine gute Konstellation gefunden werden, wo das alles zusammenpasst und wo man das Beste daraus machen kann. Ja. Du müsstest dich natürlich auch versuchen, in den Griff zu kriegen. Dass du nicht über die Stränge schlägst, was Gewalt anbelangt. Genau. Auch was das Verbale anbelangt. Was ich glaube, zum Beispiel, das mit dem Gewalt hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich schon von Kindes, also seit ich ein Baby, sage ich mal, bin, dass ich mit Gewalt aufgewachsen bin. Mhm. Zum Beispiel mein Vater, der hat mich verprügelt, meine Mutter verprügelt, meine Schwester. Mhm. Dann habe ich Krieg erlebt. Auch ich musste ganz ehrlich sagen, ich kann mich an das meiste gar nicht mehr erinnern. Ich habe noch Windeln getragen, aber so im Kopf, trotzdem hat man das halt noch so. Aber du merkst, was für eine reflektierte junge Frau du auch bist. Also wie du das alles selbst einordnest und bedenkst und analysierst und so weiter. Das ist alles, ich sehe ganz, ganz viele vorteilhafte Sachen bei dir. Ja. Ne? Das weißt du selbst auch.
Das heißt, das muss nur irgendwie kanalisiert jetzt werden. Ja. Äußerlich ist es dir schon klar, es geht dir gut, wenn du eine Aufgabe hast, wenn du einen Job hast, wenn du dann auch deine Erfolgserlebnisse bekommst. Ja. Das ist die eine Seite. Was so das Psychische anbelangt, weiß ich nicht so genau, ob du das alleine so hinkriegst. Wärst du denn bereit, vielleicht für eine gewisse Zeit, dich mal eine Beratung zu unterziehen? Ja, würde ich auch eigentlich sehr gerne machen. Würde ich dann auch auf jeden Fall mal empfehlen. Es kann nichts schaden. Als Versuch wäre es auf jeden Fall allemal wert. Ja. Dass du so ein Korrektur oder halt einen Beistand, einen fachkundigen Beistand findest. Du bist eine tolle Frau. Ich weiß es. Ich fühle das einfach. Vielen Dank. Ja. Das ist nicht, das ist einfach nur es sind unglückliche Umstände im Moment, glaube ich, die dich irgendwie so in diese Sackgasse reingeführt haben. Da ist ganz viel Potenzial. Glaube ich. Glaube ich. Amela, wir werden dich jetzt mal im Hintergrund noch, was so die psychologische Seite anbelangt, noch ein bisschen beraten. Vielen Dank. Vielleicht finden wir einen Weg zusammen und ich würde es dir wirklich sehr gönnen und wünschen. Ich danke dir. Du legst auf und Magdalena ruft dich gleich an. Gut, schönen Abend. Alles Gute, tschüss. Ciao. Der Tobi ist hier. Hallo Tobi. Hi. Hi. Ich habe folgendes Problem. Erzähl. Und zwar bekomme ich in knapp 2 Wochen von einer Ex-Freundin von mir Besuch und habe in, sag ich jetzt mal, guten Momenten, wo ich mich nicht unbedingt viel beschäftige, nicht das Gefühl, dass ich sie noch wieder haben will. Und wenn ich Situationen habe, wo ich mich langweile oder mich nicht wirklich beschäftige, habe ich das Gefühl, ich will sie wieder haben. Wie lange seid ihr denn auseinander schon? Mehr als 2 Jahre. Ach so, so lange. Und wie lange wart ihr damals zusammen? 5 Monate. Nicht so lange? Nicht wirklich. Und hattet ihr denn in der Zwischenzeit mal immer wieder ein bisschen Kontakt? Ja, zwar mit Aussetzern, aber... Wie weit entfernt von dir wohnt die denn? 500, 600 Kilometer. Ach so, so weit weg. Hast du da früher auch gewohnt oder wie kam das damals zustande? Nee, durch einen Freund von mir habe ich die kennengelernt, weil ihre Mutter irgendwie Freunde hier hatte und der kannte die. Und ach so, verstehe. Also ihr wart immer so weit auseinander schon? Ja. Wie ging das denn damals? Da warst du ja noch viel jünger. Mit der Entfernung, wie habt ihr denn das hingekriegt? Irgendwie ging es immer. Also mit dem Zug gefahren oder irgendwie mit jemandem mitgefahren und so? Ja, sie war halt oft in Hamburg durch die Bekannten und ich bin dann halt ab und zu mal runtergefahren. Ja. So. Du hast keine Freunde im Moment, ne? Nee. Hat sie einen Freund? Ja. Ach, sie hat einen Freund? Sie hat einen Freund. Aha. So, und ich habe ihr halt damals dann angeboten, als sie meinte, sie möchte mich besuchen. Sie kann in meinem Bett pennen und ich schlafe auf der Couch. So, und dann habe ich neulich mal mit ihrem Freund übers Internet geschrieben und der meinte, es ist aber auch kein Problem, wenn wir zusammen in einem Bett schlafen. Das hat der Freund zu dir geschrieben? Das hat er zu mir geschrieben, ja. Das ist aber merkwürdig. Ja, eben. Das wundert mich auch ein bisschen und das verwirrt mich halt. Total. Also wenn der Freund schreibt dem Ex-Freund... Du kannst mit dem Mädel in einem Bett schlafen? Genau. Das stimmt doch. Natürlich unter der Voraussetzung, dass nichts passiert, aber dafür kann ich keine Garantie geben. Nee, das ist auch ein heißes Eisen. So, und dafür kann sie wahrscheinlich auch keine Garantie geben. Was? Also sie kommt, du wohnst in Hamburg. Sie kommt nur wegen dir nach Hamburg. Oder will sie jemand anders auch noch besuchen und verbindet das alles miteinander? Nein, sie meinte, sie muss mal zu Hause raus und dann hat sie halt gesagt, kann ich nicht vorbeikommen? Ich so, klar, kannst du machen. Ja. So, telefoniert ihr denn manchmal auch miteinander? Ja. Ja, und wie ist da so die Stimmung zwischen euch beiden? Gut. Gut. Hast du den Eindruck, dass sie glücklich ist mit ihrem Freund? Ich weiß, dass sie glücklich ist. Also sie sagt es zumindest immer, auch wenn er aus meiner Sicht ein ziemlich komischer Typ ist. Wie kam es denn überhaupt, dass du mit ihm gechattet hast? Oder geschrieben hast? Weil er an ihrem PC saß und sie gerade im Bett war und geschlafen hat. Ach so. Was ich natürlich nicht wusste. Also, es hört sich auf jeden Fall nicht so an von deiner Seite, dass wäre da die große Liebe noch im Spiel, sondern so nach dem Motto, ach, wäre ganz nett, vielleicht. Ja, das weiß ist so. Ich nicht. Wie gesagt, es kommt ganz drauf an. Wie oft hast du denn so an die, oder wie oft denkst du denn so an die, oder wie oft hast du an die gedacht in den letzten Zeiten, Jahren? Oft. Oft? Oft. Hattest du denn nach ihr nochmal eine Freundin? Ja, ganz kurz. Warum ist das damals auseinandergegangen? Mit ihr? Wegen der Entfernung hauptsächlich. Also war ein sachlicher Grund. Genau.
Ja, ihr habt euch gesagt, das geht irgendwie so nicht. Ja. Ja. Schwierig. Bisschen, ja. Schwierig. Also jetzt kommt, also auf jeden Fall, sie kommt, ne? Das ist schon sicher. Das ist sicher, ja. Ja. Du weißt nicht genau, was du willst. Was ich will, aller Wahrscheinlichkeit schon, nur nicht, was ich machen soll. Ja, aber du hast ja gerade am Anfang auch gesagt, mal bist du so drauf und dann wieder so drauf. Ja, ja. Wie lange hast du sie jetzt de facto nicht gesehen, nicht in unter vier Augen gesehen? 1,5 Jahre. So lange? Mhm. Mhm. Mensch, Tobi, lass es auf dich zukommen. Mhm. Lass es einfach auf dich zukommen. Sie kommt freiwillig dich besuchen, du bist solo. Mhm. So. Der Typ scheint offensichtlich überhaupt gar nichts dagegen zu haben, dass sie dich besucht, wenn er sogar anbietet, ihr könnt zusammen ein Bett pennen. Mhm. Was ich, um es nochmal zu sagen, wirklich sehr seltsam finde. Ich auch. So. Aber da sollst du dir auch nicht einen Kopf drüber machen. Mhm. Lass doch alles auf dich zukommen, wie deine Gefühle sind. Ich würde auch erstmal, wenn ich mir nicht sicher wäre, würde ich diese Nummer auf keinen Fall mit dem im Bett schlafen machen. Mhm. Auf keinen Fall. So, und wenn du währenddessen merkst, Mensch, die finde ich ja immer noch ganz toll und da könnte schon auch noch immer noch eine Liebe hervortreten, mhm. ja, dann musst du mal gucken, ob du ihr das sagst oder wie sich das entwickelt. Also es wär ja blöd, jetzt einfach zu sagen, nur weil eventuell und vielleicht und man weiß ja nicht, den Besuch abzusagen, das ist ja Quatsch. Das ist klar, ja. Naja, was mich dabei dann irritiert, wenn es denn so kommen würde, dass ich ihr irgendwas darüber sag oder so. Mhm. Und sie, sag ich jetzt mal, das auch gut findet, dass ich ihr dann ja sozusagen den Freund ausspann. Dass ich dem Freund sie ausspann, so. Ach, weißt du. Da würde ich mir erstmal gar keine Gedanken drüber machen, weil die kommt freiwillig hierhin und die hat das mit ihrem Freund abgesprochen. Mhm. So, das ist ihr Bier, was sie da macht. Mhm. Ich glaube, wir stochern im Moment auch viel zu sehr im Nebel. Lass es einfach mal auf dich zukommen. Guck mal, was die Situation in dir anrichtet. Welche Gefühle da hochkommen oder auch nicht. Vielleicht ist die Sache ja auch schon komplett vorbei, wenn du sie siehst. Mhm. Im ersten Moment kann ja sein, dass sie sich verändert hat und du denkst, na gut, das war's jetzt. Ist vielleicht eine gute Bekanntschaft oder vielleicht eine Freundschaft, aber mehr auch nicht. Mhm. Okay. Ich würde es wirklich völlig komplett auf mich zukommen lassen. Okay. Und naja, die Bettnummer, das muss ja vielleicht auch nicht gleich sein. Nicht wirklich, nicht. Nee. Frag sie doch mal, ob sie das weiß, dass ihr Freund das gesagt hat mit dem. Weiß sie nicht, sie hat mich ja gefragt, was ich mit ihrem Freund geschrieben habe. Ja, dann erzähl ihr das doch mal. Habe ich. Achso, und wie hat sie darauf reagiert? Gar nicht, sie hat gar nichts dazu gesagt. Hm. Sozusagen mit Schweigen das Kommentar beendet. Hm. Ja, vielleicht wird sie dir da was drüber erzählen, wenn sie kommt. Mhm. Ist ja vielleicht ist da irgendwo auch was Merkwürdiges in deren Beziehung, was du noch nicht weißt. Könnte ja sein. Das könnte sein, ja. Ja. Tobi, freu dich mal auf in zwei Wochen, ne, sagst du? Auf jeden Fall, ja. Und dann guckt ihr beiden euch schön zusammen Hamburg an und mal gucken, was passiert. Alles klar. Alles Gute. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Katja, hallo Katja. Katja 27, hallo. Katja, guten Morgen, was geht's bei dir? Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Mhm. Ich muss ganz kurz anfangen. Ich bin als Kind von meinen Stiefvätern missbraucht worden. Mhm. Und ich habe es vor 2 Jahren angezeigt. Mhm. Dann habe ich mich dazu entschlossen. In welchem, wie alt warst du, als er das gemacht hat? 12. Ist es einmal oder über einen längeren Zeitraum passiert? Ja, bis 15 ungefähr. 3 Jahre? Ja. Mhm. Ja. Und vor 2 Jahren angezeigt? Ja. Hat das eine große Überwindung gekostet? Ja. Ja. Stiefvater? Ja. Was ist aus dieser Anzeige geworden? Ja, es läuft jetzt schon seit 2 Jahren. Ich hatte eine Gerichtsverhandlung, wo ich nicht aussagen musste, weil ich nicht konnte. Mhm. Und weil er alles abgestritten hat. Mhm. Musste ich vor 2 Wochen, deswegen rufe ich auch an, ein Gutachten machen, gerichtliches. Mhm. Glaubwürdigkeitsgutachten. Mhm. Und es hat 10 Stunden gedauert. Das heißt, das ist sehr,
sehr belastend und sehr anstrengend. Ja. Wie erstellt man so ein Gutachten? Was haben die da mit dir gemacht oder wie läuft das ab? Also man sitzt da in einem Raum mit einer Psychologin vom Gericht und erzählt alles nochmal von Kindheit an und dann eben auch, worum es geht, aber eben so ganz genau bis ins kleinste Detail. Ja. Sitzt man alleine mit der Psychologin oder sind da noch andere Leute bei? Nee. Und läuft da ein Tonband mit oder schreibt ihr es auf? Da die Sache, die fürs Gericht wichtig sind, also wo es genau um die Sache geht, da läuft ein Tonband mit. Und da muss man dann wirklich in die unangenehmsten Details gehen. Ja, ganz genau. Also zum Beispiel war da so auch eine Frage, was er für eine Körpertemperatur hatte und so. Ich habe nicht verstanden, akustisch. Was er für eine Körpertemperatur hatte. Was er für eine Körpertemperatur hat? Ja. Komische Frage. Ja, oder ob man einzelne Finger spüren konnte und so. Und woran sich das unterschieden hat, ob das nicht ein Traum gewesen sein kann. Hat man da das Gefühl, dass die eigentlich ernst nehmen? Ja. Ich habe gedacht, ich habe ja schon immer, denke ich eigentlich, habe ich Angst, dass mir niemand glaubt. Und da kam das dann, da wurde die Angst dann noch größer schon wieder. Auf der anderen Seite darf man natürlich auf keinen Fall irgendetwas unterstellen, sondern man muss ja auch sagen, dass die Leute auch vom Gericht eben genau herauskriegen müssen, was die Wahrheit ist. Ja. Und das ist natürlich mal. Das hat er dann um mir auch gesagt. Weil ich habe dann auch gedacht, sollten die blöde Frage jetzt. Ich habe dann auch nach 6-7 Stunden habe ich dann noch so Kleinigkeiten verdreht. Ich konnte dann auch nicht mehr. Ich meine, wenn man 6-7 Stunden befragt wird, ist man ja auch fertig. Ja, und das war ja dann zum Schluss 10 Stunden, aber ich konnte vor dann am Ende. Ja. Was hat dich denn bewogen, diese Anzeige zu machen? Ja, mir ging es immer schlecht. Ich bin von meinem Zuhause, also von meinem Heimatdorf weggezogen mit meiner Familie, mit meinem Mann, mit meiner Tochter. Dass ich dort Abstand kriege, weil ich eben meine Mutti immer noch Kontakt hatte. Mit der hattest du Kontakt? Ja. Ja. Aber die hat, also die wusste das ja. Die wusste das. Ja. Und die hat das damals auch mit, jetzt damals mitbekommen? Ja, die hat zum Beispiel gesagt einmal, ich soll den Mund halten, wenn das die Leute hören, wo ich geschrien habe. Ist die Mutti mit diesem Mann heute immer noch zusammen? Ja. Die hat damals gesagt... Die macht den Mund nicht auf vor Gericht. Bitte? Die macht den Mund vor Gericht nicht auf. Wenn die das mal zugeben würden, alles, hätte ich mir das ganze Gutachten ersparen können. Das heißt, letztendlich könnte deine Mutter dir sehr helfen. Ja. Aber sie macht den Mund nicht auf. Nee. Das ist sehr schlimm, ne? Das ist sehr schlimm. Das ist sehr schlimm. Und dann früher war auch schon mal was mit einem anderen Mann. Und da sagt sie immer, ich bin selbst dran schuld, weil ich vergessen habe, zu Hause die Wohnungstür zuzuschließen. Ich war alleine. Aber da warst du auch Kind. Ja, da war ich ja noch viel kleiner, war ich 7 Und oder dann so. Macht sie dir Vorwürfe. Ja. Gibt es noch andere Kinder in der Familie? Ja, eine Halbschwester. Mit der habe ich nur heimlich Kontakt, aber... Wie alt ist die? 16. 16, das heißt, die lebt da noch in dem Haus? Sie lebt noch da, ja. Hast du die Vermutung, dass er das da auch gemacht hat? Mm-mm. Nee? Nee. Warum nicht? Ich glaube, mit meiner Schwester kann ich sehr gut reden, offen reden und... Ach, die hätte dir das erzählt? Ja, das hat sie mir erzählt und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da irgendwas ist. Ist denn er ihr richtiger Vater? Ja. Und wie steht sie zu den Vorwürfen, die du geäußert hast? Sie glaubt mir. Sie glaubt dir? Ja. Und die eigene Mutter glaubt dir nicht? Ja, ich weiß es nicht, ob sie uns... Naja, sie glaubt dir schon, aber sie setzt sich nicht für dich ein. Ja, genau. Sie könnte dir mit einer Aussage sehr, sehr, sehr helfen. Ja, ich habe auch schon ein paar Mal versucht, mit ihr drüber zu sprechen. Was glaubst du, warum sie so ist? Warum schützt sie einen Kriminellen? Ja, sie will Konflikten immer aus dem Weg gehen. Die will mit niemandem da, die will das alles nicht wissen. Aber dann muss sie doch jetzt wahrscheinlich einen großen Zorn auf dich haben, dass du die Anzeige gemacht hast. Ja, ich habe mit niemandem mehr Kontakt. Auch mit meiner Mutti nicht, aber es ist besser, jetzt sehe ich das ein. Weil die hat nur Unruhe hier bei mir und der Familie gebracht. Weil die mir nur Vorwürfe gemacht hat. Hast du denn während des Prozesses oder vorher auch so als Hilfe, hast du einen psychologischen Beistand? Ich
mir geht's jetzt sehr gut. Ich bin in guten Händen, seit ich hier wohne. Ah ja. Ich bin in psychiatrischer Behandlung, in psychologischer Behandlung und ich gehe auch noch zur Opferhilfe. Ah ja, das ist also ganz toll. Ja, mir geht's auch, also ich kann auch wirklich nur raten, die Betroffenen, die auch bei dir anrufen manchmal, wenn es irgendwo so eine Einrichtung gibt, wie die Opferhilfe oder Weißen Ring oder sowas, da soll man sich ruhig melden. Diesen, das ist, kann auch anonym sein, da muss man auch einen Namen nicht sagen, wenn man das nicht will. Ja. Also mir hat das sehr, sehr geholfen. Ja, und du hast also Respekt und du hast diesen Schritt ja nun unternommen. Ja. Was ja, wie du es gerade auch schon geschildert hast, kein einfacher Schritt ist. Nee, da war ich aber auch nicht alleine. Da bin ich auch von der Opferhilfe begleitet worden. Ich wollte gerade sagen, das ist auch, glaube ich, dringend zu empfehlen, wenn ein Opfer so einen Schritt macht, dass man das immer mit Beistand. Ja, auch nicht auf keinen Fall. Also ich würde es nicht alleine machen. Schon bei der Polizei, das dauert ja auch 3-4 Stunden. Aber nach wie vor, obwohl das jetzt alles sehr schwierig und unangenehm ist, bereust du es nicht, dass du ihn angezeigt hast? Nee, ich bereue es nicht. Ich habe schon manchmal überlegt, wo das so schwer war, wo ich so lange warten musste und wo das alles kaputt ging mit meinem Mann, seiner Tante und die hocken und seine Schwester und die hocken alle auf einmal bei meinen Eltern da. Wir haben gar keinen mehr. Da habe ich gedacht, ob es richtig war, aber... Aber jetzt bist du sicher, dass es richtig ist? Ja. Du bist verheiratet, hast ein Kind, ne? Ja. Hast du gerade gesagt. Ja. Hast du denn wieder nach dem, was man mit dir schlimm gemacht hat, hast du wieder einen Zugang zu deiner Sexualität finden können? Es war schon schwierig, aber ja. Das schon? Ja. Also ich habe auch, ich hatte ja vorher einen Freund und das war da auch ziemlich schwierig, weil der hat mich auch geschlagen und Arm gebrochen und so. Ja. Hast du aber schon viel durchgemacht. Ja. Mann. Ist es denn jetzt eine gute Beziehung, in der du lebst? Ja. Das schon? Ja, und mittlerweile gab es auch schon Probleme, aber... Ja? Ja. Unterstützt dein Partner dich denn auch richtig und ordentlich jetzt? Ja. 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 Wie alt ist euer Kind? Die ist 7. 7? Ja. Der Grund deines Anrufes, Katja, war das der, dass du so auch anderen Leuten Mut zusprechen wolltest, nach außen zu gehen? Ja, genau. Genau, weil das ist ganz wichtig. Ich finde es auch. Und auch drüber zu sprechen. Ja, dieses Sprechen ist natürlich erstmal unglaublich wichtig für jemanden. Ja, und das ist, ich weiß auch, dass das ganz schwer ist. Ich weiß ja von mir selbst. Ich habe ja erst vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren dann drüber gesprochen und ein Jahr später dann die Anzeige gemacht. Aber das habe ich dann schon gemerkt, dass am Anfang ganz, ganz, da geht es einem richtig schlecht und dann aber... Ich weiß nicht, ob du den Anfang der Sendung vorhin verfolgt hast. Da war die 41-jährige Sabine, die in ihrem jetzigen Alter... Ja, vielleicht hört sie ja noch mit. Ja, die Sabine war ja auch ganz, ganz, ganz verzweifelt und... Ich kann das richtig nachfühlen, weil so ging es mir vor 2 Jahren auch schon fast das ganze Jahr in der Psychiatrie 2004. Wie lange wird denn dieser Prozess vermutlich noch dauern? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht mehr so lange. Ja. Was sagen denn deine Berater oder dein Rechtsanwalt? Meine Rechtsanwältin. Oder Rechtsanwältin? Genau. Was sagt sie? Was ist ihre Prognose? Sie sagt, es sieht sehr gut aus. Für euch? Für uns, genau. Das heißt, der Typ kommt hinter Schloss und Riegel? Das nicht. Aber er bekommt, also sie möchte erreichen, 1 Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Warum nicht mehr? Geht das nicht? Ja, es liegt schon zu lange zurück. Ah ja. Ja, aber immerhin. Immerhin ist auch eine solche Strafe besser als keine Strafe. Ja. Und wer weiß, was er noch alles anrichten würde, wenn jetzt das nicht die Anzeige nicht gekommen wäre. Wie alt ist er? Puh, ich weiß es gar nicht genau. Er wird, glaube ich, 60 nächstes Jahr. Keine Ahnung. Hast du denn deine Mutter jetzt letztendlich so für dich auch eigentlich abgeschrieben? Oder? Jetzt ja. Weißt du, Katja, so bitter das auch klingt, aber die muss man auch abschreiben, finde ich. Wenn die dir sowas angetan hat, dann soll sie auch nicht mehr deine Mutter sein. Nee. Sie hatte dich als Kind, sie hatte ihre verdammte Pflicht, dich, das Kind damals zu schützen. Und wenn sie das schon nicht gemacht hat, dann sollte sie dir jetzt zur Seite stehen. Ja. Das ist zwar eine sehr bittere Einsicht, wenn man die Mutter quasi verliert, aber
Dann ist es aber auch dann besser so. Ich bin besser jetzt dran ohne sie. Ohne sie. Mhm. Mhm. Liebe Katja. Ja. Ich glaube, deine Botschaft ist gut rübergekommen. Ich hoffe. Ich glaube, dass die Leute, die betroffen sind, jetzt sehr genau zugehört haben. Ja. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Ja. Und wünsche dir weiter viel Kraft, dass du diese ganze Sache gut überstehst. Vielen Dank, Domian. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Gunther begrüße ich. Gunther ist 59. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, Gunther. Um was geht's denn bei dir? Na, meine Frau ist am 22. März gestorben an Krebs und ich war dabei und ich werde die Augen nicht mehr los, so wie sie so verdreht hat, die so starr waren und alles und ich komme einfach mit dem Leben nicht mehr klar im Moment. Mhm. Ich meine, ich funktioniere zwar, aber es ist furchtbar. Ich habe eine Bitte, Gunther, könntest du den Ton deines Radios oder des Fernsehers ganz abschalten, den Ton ganz abschalten? Ja, bin schon bei. Ja, ja. Ja. Am 22. März, sagst du, war es. Hm. Ja. War sie lange erkrankt? Naja, 18 Jahre lang Krebs. 18 Jahre lang? Ja, ist eigentlich eine lange Zeit, aber die letzten zwei Jahre waren dann sehr schlimm. Was für ein Krebs hatte sie? Eine Brustkrebs und dann aber überall, im Kopf, im ganzen Körper, überall. Hm. Ist sie zu Hause gestorben? Nee, die letzten vier Tage habe ich es nicht mehr geschafft, da habe ich sie in so eine Pflegestation gebracht. Hm. Und war sie bei vollem Bewusstsein, als sie gestorben ist? Nee, die letzten drei, vier Tage hat sie keinen mehr erkannt und konnte nicht mehr sprechen, konnte nicht mehr hören, konnte nicht mehr gucken richtig, weil auch im Kopf die Metastasen waren. Mhm. Und das ist, ich komme hier in eine Wohnung drin, das kommt sofort wieder hoch und dann sitze hier nur noch rum, das Fenster verdunkelt. Ja. Und ich sitze hier den ganzen Tag bloß rum und warte, weil ich dann wieder arbeiten hier, wenn ich nach Hause komme, ja. Ist das wieder los. Das ist das Schlimmste. Habt ihr Kinder? Ja, wir haben eine Tochter, die ist 36. Aber die hat ja auch ihr eigenes Leben. Wohnt die denn zumindest in deiner Nähe? Ja, so ein bisschen in der Nähe, ja. Hm, aber da ist auch so ein engen Kontakt nicht, dass ihr... Nicht so eng, weil sie ja auch zwei Kinder hat und es ist nicht in der letzten Zeit, wo ich sie hier gepflegt habe. Sie hat sich wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig hergetraut. Hm. Das heißt, du hast ganz, ganz, ganz viel geleistet für deine Frau. Ja, eigentlich ja. Ich habe nachts gearbeitet und am Tag habe ich sie gepflegt. Hm. Bis zum Schluss, dann habe ich mich vier Wochen krank schreiben lassen, dann musste ich sie ja füttern, Windeln, alles. Hm. Also es war schon sehr hart. Glaubst du, dass sie am Ende wenigstens keine Schmerzen mehr hat ertragen müssen? Nein, da hat sie Morphium gekriegt, alles. Mhm. Und ich habe, ich spiele auch immer so, ich bin auch so irgendwie, hat ja eigentlich keinen Sinn mehr, das Leben so, wa? Ich meine, man ist zwar erst 59, aber irgendwie ist das auch nicht mehr so, das wahre Leben. Es ist eigentlich leer alles. Wenn Sie so, ja, verständlicherweise, wenn Sie so lange diese schwere Krankheit hatte, habt ihr mal darüber gesprochen, wie es eigentlich so sein nicht, so? Wir haben das immer verdrängt. Immer verdrängt. Ich wollte vom Tod nicht wissen. Und sie hat auch nie irgendwas gesagt, wenn ich mal nicht da bin, dann mach das und das? Nee, wir haben eine Physiotherapeutin, die hat zwei Jahre lang sich schon betreut, jeden Tag mit der hat sie mal gesprochen, dass sie das schade fand, dass sie mit mir darüber nicht reden kann, aber ich könnte über so einen Tod kann ich nie reden. Geht einfach nicht. Mhm. Du gehst dann in deine Wohnung, ziehst dich ganz zurück, machst dir die Vorhänge zu. Und sitze hier den ganzen Abend und warte, dass ich wieder arbeite. Ich arbeite nur noch nachts, damit ich am Tag keinen mehr sehe. Ja. Hast du überhaupt niemanden, mit dem du sprechen kannst? Nein. Eigentlich ganz alleine. Mhm. Und das ist so wichtig in solchen schweren Phasen, dass man sprechen kann, Gunther. Ja, das stimmt schon, aber... Ich höre so ein bisschen an der Stimme, rufst du aus dem Berliner Raum an? Ja. Ah, ja. Mhm. Ich höre nämlich im Hintergrund auch meine Musik. Das sagt mir, dass die Sendung gleich vorbei ist. Ach so, ja. Aber ich weiß, dass man natürlich gerade im Raum Berlin viele, viele Möglichkeiten hat, auch Ansprechpartner zu finden, die in deiner Situation sind. Ja. Und wir werden dir gleich mal, wir rufen dich gleich auf jeden Fall nochmal zurück. Ja. Und werden mal gemeinsam überlegen, welchen Kontakt wir da herstellen könnten. Ja, ich finde ganz wichtig, dass du sprichst. Ja, dass du dich nicht zu sehr verkapselst. Naja, damit ist es sehr schlimm, ja. Und dass du so denkst, ich müsste mich jetzt so verhalten, wie meine Frau das gerne hätte. Ja. Hm? Das ist klar, ja. Gunther, du legst auf, wir rufen dich gleich wieder an. Gut, Dankeschön. Alles Gute, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Michael Verhoeven. Ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Wochenende und wir sind wieder da.